Hamburg, Georgswerda. Stavros Kolidis und Dieter Nowak vom Abschleppdienst Buchholz sind auf der Autobahn im Einsatz. Sie müssen einen LKW, der von der Fahrbahn abgekommen ist, abschleppen. Die Polizei hat die Autobahn bereits gesperrt. Wenn du so einen dicken Klotz hast, den brauchen wir, haben wir auch noch da. Ja, habe ich auch noch einen. Ja? Ich weiß nicht, ob ich finde. Alle Helfer vor Ort arbeiten zusammen. Weil die ja viel stabiler sind als das Holz. Frei sein. Im Winter hast du halt auch viele LKWs, die durch Schnee, Glätte, Regen, Matsch, Laub wegrutschen, irgendwo reinrutschen, nicht wieder selbstständig rauskommen und du mehr oder weniger hin musst und den mal rausholen musst. Es gibt Wochen, da kann sein, das kommt gar nicht. Es gibt aber auch Wochen, da hast du dann auf einmal 20, 30 Stück. Und dann bist du halt den ganzen Tag nur mit LKWs beschäftigt. Gibt es auch. Um abgeschleppt werden zu können, muss ein funktionierender Reifen auf die hintere Achse gewuchtet werden. Okay. Wo hast du die Schrauben? Das Abschleppen dauert länger als geplant. Die Autobahn ist gesperrt und der Verkehr staut sich. Was die Polizei halt sagt, ist das Wichtigste, damit sie den Verkehr wieder freigeben können. Bitte. Gut. Dann zieht er jetzt weg. Ja. Der Rest hinterher. Ja. Fährst du jetzt los? Ich fahr jetzt los. Alles klar, wir machen frei. Super. Danke euch. Nach gut 20 Minuten kann die Polizei die Autobahn wieder freigeben. So, dann suchen wir uns jetzt noch ein schönes, stilles Plätzchen, wo die Jungs in Ruhe stehen können. Gleich ihren Reifenwechsel durchführen können. Willst du ihn da lassen? Gut, dann lassen wir ihn da, wo er steht. Da lassen wir ihn jetzt ab. Und dann bleibt er da erstmal stehen, bis der Reifendienst da ist. Und dann ist es für uns wohl erstmal erledigt. Fahrbereit ist er natürlich nicht, weil er Reifen gewechselt haben muss. Die Reifen machen sie aber jetzt hier an Ort und Stelle, weil der Tank und alles andere nichts abbekommen haben, sagen die, wir fahren selber in die Werkstatt, was auch in Ordnung ist. Die bestellen sich jetzt halt einen Reifendienst, der zieht ihm halt neue Reifen auf und fährt dann gegebenenfalls bei sich in seine Werkstatt, wo er dann halt zu Hause ist. Stavros Kolidis meldet sich in der Zentrale. Ah, okay, gut. Dann bis gleich. Tschüss. Es geht zurück zum Fuhrpark. Wir sagen uns halt immer, LKW, PKW, ist alles bezahlbar. Wichtig ist, dass dem Menschen nichts passiert ist und alles andere kann man mit Geld abdecken. Das ist halt nicht das Problem. Und da sind wir dann auch mal wieder in der Firma. So, dann wollen wir uns mal wieder einen Kaffee holen. Die Kaffeepause dauert nicht lange.
dann geht der nächste Auftrag ein. Kollege Naim Selmanai übernimmt. Wir fahren jetzt in die. Das ist auch in Wilhelmsburg. Da ist ein Peugeot 307er. Da ist die Lichtmaschine kaputt. Und den sollen wir dann da abschleppen und nach anbringen. Dann schauen wir mal. 10 Minuten später erreicht er den stehen gebliebenen Wagen und muss einen Weg finden, den Abschlepper auf der stark befahrenen Straße abzustellen. Bis 15 Minuten darf ich eine Straße sperren. Also ist gesetzlich geregelt. Ne? Wenn das länger dauern müsste, dann müsste ich die Polizei mit dazu rufen. Dass die dann sperren. Ne? Was musst du achten? Ja, auf die hinteren, auf Fußgänger. Kann ja auch sein, dass einer überqueren will, ne? Weil da ja die Seite ja steht jetzt. So, dann wollen wir mal. Guten Tag. Möchtest du, ne? Genau. Ist da eine Werkstatt? Ja, genau. Alles klar, okay. Dann fahren wir dahin. Batterie leer? Batterie leer, deswegen geht es gar nicht mehr. Ja. Dann nehme ich meinen Booster, überbrück das, okay. Und dann starte ich ihn und dann kann ich so drauf fahren, weißt du? Super. Hast du einen Schlüssel für mich? Ist drin. Ah, ist drin, okay. Um Zeit zu sparen, ne? Geht das viel schneller mit Überbrücken. Weil wir halten ja den ganzen Verkehr auf. Du fährst mit, ne? Gut. Dann fahre ich eben hier so rein, mach ihn fest und dann können wir losfahren. Weil, guck mal, wie die stehen jetzt hier. Naim Selmanai fährt rückwärts in die nun offene Parklücke. So stört er den Verkehrsfluss nicht weiter und kann unter den 15 Minuten bleiben. Er muss keine Polizei anfordern. So, jetzt machen wir ihn wieder fest. Jeden Reifen ein Gurt. Kann er auch nicht weg, ne? So, dann darfst du einsteigen, dann können wir losfahren. Naim Selmanai fährt den Kunden in die gewünschte Werkstatt.